Recht herzlich willkommen zur 43. Folge von Planet Nomads. Ja, da ist unser Biogenerator, den wir letzte Folge gemacht haben. Und das nächste, was wir machen, müsste jetzt eigentlich, denke ich, eine Essensmaschine sein. Schauen wir mal rein, aber die haben wir doch, glaube ich, irgendwo, oder? Schalttafel, Terminal, Kompaktcontainer und mittlerer 3D-Drucker. Und da ist die Essensmaschine. Food and Drink Machine. Lass uns gucken, was wir brauchen. Zwei Rahmen. Dann brauchen wir als erstes die zwei Rahmen. Okay, dann gehen wir mal zum 3D-Drucker. E drücken. Und zwei von den Rahmen brauchen wir. Die müssen wir dann mal anschmeißen. Da fehlt uns Eisen. Da ist Eisen. Ah, hier haben wir auch noch Eisen. Dann packen wir das mal rüber. Da haben wir noch Kohle. Da ist auch noch Kohle. Dann können wir das rüberpacken. Wunderbar. Dann müssen wir was rausnehmen, damit der Platz ist. Dann nehmen wir erstmal das raus. Und dann machen wir da zwei von. Gut. Das läuft schon mal. Und dann brauchen wir noch, da war es nicht, da ist es, drei Elektroteile, zwei Kompositteile und zwei Panzerungen. Da machen wir das. Zwei Stück. Zwei Kompositteile, auch zwei. Waren zwei, ne? Ja. Laufen lassen und drei elektronische. Na schade, da geht einer nicht. Gut, dann müssen wir das suchen, aber der ist jetzt voll. Da müssen wir erst was rausnehmen. Gut, jetzt läuft er wieder. Den nehmen wir auch raus. Und dann machen wir die drei Elektroteile, ne? Nehmen wir noch gerade weg. Ach, die brauchen wir drei von, aber die, da fehlt was, ne? Okay, machen wir erstmal. Da laufen ja schon mal welche. Einer fertig und noch einer und der letzte fehlt dann. Dann müssen wir erst Ressourcen haben. Dann gehen wir mal hoch zu unserer Baustelle. Hier ist das große Loch. Und dann holen wir hier mal Klamotten noch. Und Kobalt, okay. Aluminium und Kobalt. Das will ich aber nicht haben. Ich will Kohle haben, beziehungsweise... Da ist was runtergefallen. Was ist das? Ah, ist die Kohle. Kein Platz, weil wir das andere da drin haben. Ja, was schmeißen wir weg? Ne, gehen wir zurück. Gehen wir zurück und gucken. Das war das. Auslagern. Dann packen wir das da in irgendeine Maschine. Auf jeden Fall in den 3D-Drucker geht was rein. So. Das können wir irgendwo stapeln. Nicht, aber da können wir das reintun. Ne, das wollte ich gar nicht. Das machen wir nicht. Wir wollen erstmal die Klamotten da reinpacken. Dieses Zeug da rein. Damit wir es aufsammeln können. Da können wir noch Silber reinmachen, Eisen und Aluminium. Das können wir dann stapeln. Gehen wir wieder hoch. Gehen wir da oben hin und schauen, dass wir das aufsammeln. Batterie ist wieder leer.
Und da liegt die Kohle. Nehmen wir mit. Dann wollen wir mal gucken, dass wir mehr davon kriegen. Eisen. Nochmal. Batterie wieder leer. Also der Anzug mit der Batterie ist echt schwach, ne? Nochmal Eisen. Irgendwo anders was drin. Batterie wieder leer. Hier den. Oh, wir sind erschöpft, alles klar. Eisen, Aluminium, Kohle war auch dabei. Na, wir brauchen Silizium. Tja. Wo kriegen wir das weg? Oh, Batterie leer, das ist nervig. Gut, machen wir da mal nochmal. Aha, Eisen, Kohle. Ja, kriegen alles raus, nur kein Silizium, ne? Aluminium, Kobalt. Tja. Irgendwas anderes brauchen, ne? Und da ist was rausgekommen, was wir brauchen. Ja, Silizium. Ja, Kohle brauchen wir. Eisen brauchen wir. Ja, was schmeißen wir raus? Was nehmen wir nicht? Ja, schmeißt die Batterien raus, hat aber keinen Sinn. Raus außen und den da rein. Gut, und dann gucken wir weiter. Alles, aber kein Silizium. Ja, Kobalt, Aluminium, Anzug leer, Batterie. Aber das, was wir brauchen, ist hier nicht bei. Alles die falschen Sachen. Da noch was. Nicht wirklich, ne? Oh, da kommt der Baum runter. Mhm. Da haben wir jetzt den Baum kaputt gemacht. Okay. Jetzt sind wir wieder voll. Jetzt können wir erstmal wieder was irgendwo entlernen gehen. Lassen da runterlaufen. Wir gehen lieber zum 3D-Drucker. Und gucken, dass wir hier was loswerden. Dann gucken wir hier nochmal rein. Und die Kohle. Was brauchen wir nochmal? Also erstmal das rüber, damit wir Platz kriegen. Dann das raus, das rein. Nach die Kohle braucht man. So, jetzt läuft's, oder? Nee, nicht richtig. Dann müssen wir da oben auswählen, dann sehen wir, was fehlt. Also Silizium, okay. Dann brauchen wir noch ein Silizium. Müssen wir hier reingucken.
müssen wir irgendwas da reinpacken, damit wir Platz kriegen. Ne, geht alles nicht. Trinken können wir noch was. Bandagen brauchen wir jetzt nicht. Ja. Können wir noch einen Container bauen oder was? Die 4 ist es. Das mal hier hinbauen. So. 2 Rahmen haben wir. Und dann brauchen wir nochmal 2 Platten. Haben wir auch. Fertig. Jetzt können wir da was reinpacken. So. 2, 4, 6, 8, 12. 12 sind es, naja. 12 Lagerplätze. Können wir das rüberpacken, das rüberpacken. Dieses Teil. Den Rahmen auch. Alle Klamotten rüber. Jetzt haben wir Luft. Das kann auch darüber und das Aluminium auch. Da haben wir doch noch ein Silizium. Okay, dann geht da einer rein noch. Und dann läuft er sogar. Habe ich eben wohl übersehen. Gut. Und was brauchen wir? 2 Rahmen, die brauchen wir noch. Die haben wir, glaube ich, verballert jetzt. Nicht da wegnehmen, da oben irgendwo. Da, die da rein. Das können wir auch mal mitnehmen. Und 2 Rahmen bauen. Und 2 von den Platten brauchen wir auch noch, die haben wir auch eben für den Container gebraucht. Einen Rahmen haben wir. Zweiten. Und dann fehlt es uns für die Platten oder Panzerung noch Kohle. Super. Dann gehen wir nochmal im Container. Dann. Das ist schon alles da dran, ne? Das passt auch. Die Zusatzkomponente können wir mitnehmen, weil da was brauchen wir. Und ich glaube, der Rest bleibt dran, ne? Dann müssen wir nochmal Ressourcen haben. Sind hier noch welche Sachen dran? Nee, ne? Nee. Elektrischen Rahmen haben wir. Da sind die ja, die Komponenten sind das. Dann 2 Rahmen haben wir. 3 Elektronikteile haben wir. 2 von den Komponentparts haben wir und 2, also ein Rahmen. Wir brauchen noch den wir brauchen die Kohle für den Rahmen. So, alles ist weg, ne? Alles verschwunden. Ist nichts liegen geblieben. Batterien weg. Biomasse ist weg. Schade. Na, ist halt so. Batterie wieder leer. Ja, läuft, ne? Silber, das brauchen wir nicht. So, dann nochmal. Und da ist Kohle. Okay, raus aus dem Loch. Vielleicht hier noch ein bisschen abbauen, gucken. Lithium haben wir da. Wunderbar.
Batterie wieder leer. Immer schön aufladen. Läuft, ne? Immer wieder die Batterie leer, das ist echt schäbig. Da haben wir nochmal Silizium. Eisen. Und ich glaube, wir gehen zurück und gucken, was wir machen können. Eigentlich müssten wir ja jetzt genug haben, oder? Mhm. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie einen Schlafsack kriegen. Machen wir jetzt erstmal unsere Klamotten da rein, damit wir was bauen können. So, jetzt Sponsorung läuft. Da brauchen wir noch mehr Rahmen. Nummer 2, glaube ich. Und die Platte daraus. Da ist noch ein Rahmen. Und 2. Und dann machen wir die Essensmaschine hier hin. Und auf der 6 liegt die. Und jetzt sollen wir die aufbauen. Sieht so ein bisschen doof aus, so, ne? Okay, da ist besser. Da haben wir sie gemacht. Dann müssen wir jetzt noch anschließen. Da drücken wir jetzt die C-Taste. Dann die Steckdose auswählen und verbinden. Passt. Dann müssen wir da Biomasse rausnehmen. Und da sind schon 10 da. Okay, dann packen wir die wieder zurück. Und das teilen wir ein bisschen auf. Wieder die linke Taste drücken, ne? Hatten wir eben nicht. Und dann können wir hier was reinpacken. Das müssen wir erst da reinmachen, dann geht's auch, ne? Können wir viermal machen. Dann haben wir erstmal was zu essen. Läuft. Das geht nicht, das geht nicht, das geht auch nicht, das brauchen wir nicht. Gut. Ja, trinken haben wir, essen machen wir, was wollen wir mehr, ne? Dann brauchen wir als nächstes einen größeren 3D-Drucker. Und jetzt nehmen wir die erst noch mit. 2 Stück hätte ich gerne. Da sind sie. Und die können wir auch gleich schon essen. Dann müssen wir gerade den Stecker noch loswerden, der da in der Hand ist. So, jetzt. Nee, das war es nicht. So, jetzt. Und was brauchen wir, um jetzt den 3D-Drucker zu machen? 2 Rahmen, 2 Panzerungen, 2 elektrische Teile, 2 Kompositteile. Gut. Müssen wir denn auch. Aber erst müssen wir einen Schlafsack haben. Das ist das Wichtigere. 2x Stoff. Der ist da und dafür brauchen wir Biomasse. Kohle und Silizium. Gut. Ja, dann müssen wir das wieder suchen, ne? Warte mal, da ist noch was. Aluminium und Eisen können wir rüberpacken gerade. Und Silber geht auch rein. So, passt. Aber uns fehlt jetzt die Kohle noch. Gut. Dann müssen wir als nächstes die Kohle holen. Für die Folge soll es aber reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.